Brechtbau, Tübingen, Wilhelmstraße, gestern gegen 16 Uhr. Mit Spannung ist er erwartet worden, jetzt ist er da. Klaus Kleber, journalistisches Urgestein, ein Leuchtturm des deutschen Nachrichtenjournalismus im TV. Der 59-Jährige, der in Reutlingen geboren wurde, hat in Tübingen Jura studiert, 17 Semester als Langzeitstudent, so sagt er lächelnd. Währenddessen hat er auch beim Südwestfunk auf dem Österberg gearbeitet, war Studioleiter in Konstanz und später unter anderem 15 Jahre ARD-Korrespondent in Washington. Seit 2003 moderiert und leitet Kleber jetzt das ZDF-Heute-Journal. Ein Mann mit Überblick und Erfahrungen, der das Nachrichtengeschäft wie kein anderer kenne, so Susanne Marschall vom Institut für Medienwissenschaft. Genau das will Kleber künftig gern auch mit dem potenziellen Nachwuchs aus seiner Unistadt Tübingen teilen. Zudem aber will er auch noch selbst profitieren. Ich erwarte also keine Situation, in der ich oben stehe an einem Rednerpult und mein Wissen herunterregnen lasse auf Studenten, die eifrig mitschreiben, weil die irgendwann danach gefragt werden. Sondern ich erwarte wirklich einen Austausch von zwei Erfahrungswelten. Denn der Journalismus in seiner klassisch herkömmlichen Form sehr akut vor immer größere Herausforderungen gestellt. Durch fortlaufende globale Vernetzungsprozesse des World Wide Web und der sozialen Medien. Kleber sagt einen epochalen Umbruch voraus, der auch die Rolle der Medien und Journalisten fundamental verändern werde. Das prinzipielle Problem ist, dass das Produkt, was wir anzubieten gelernt haben, die Zeitung mit so und so vielen Seiten oder ein Heute-Journal mit 28,5 Minuten, das den Tag gewichtet, das löst sich auf. Denn bare Ereignisinformationen stünden per Internet grundsätzlich jedem, jederzeit und immer schneller zur Verfügung. Vor allem Jüngere rezipierten Ereignisse eben auch so. Und auf diese Schnelligkeit müsse zunehmend auch der Journalismus von heute reagieren. Wo nicht mehr die Kommunikation als Massenkommunikation funktioniert, sondern als Netzwerkkommunikation. Und dann auch nicht mehr in Bündeln von einer halben Stunde. Punktuelle Informationen, die schnell und individuell über Netzwerke von User zu User geschoben würden, das werde zukünftig die Realität der journalistischen Abläufe bestimmen. Interviews, Beiträge oder Zeitungsartikel müssen schnell über Social-Media-Systeme verbreitbar sein. Hier seien Ideen und neue Wege gefragt. Ich glaube, dass es schon noch Bedarf für eine professionelle Auseinandersetzung mit Tagesgeschehen gibt. Professionelle Recherche, professionelle, handwerklich gelernte Vermittlungswege. Er selbst baue auf ein dauerhaft bestehendes Interesse an professioneller Nachrichtenübermittlung, in der der Journalist in der Rolle des kritisch interessierten Bürgers den Ereignissen und Mächtigen gegenüberstehe. Ob es in 25 Jahren allerdings noch Nachrichten in fixierter Form, halbstündiger TV-News oder als gedruckte Tagesausgaben einer Zeitung gäbe, das allerdings wisse er nicht.